Kommen zurück bei FIFA 20 Karriere und ja, jetzt geht's gegen Augsburg. Und ja, es wird spannend. Vor allen Dingen geht es jetzt mit der B-Mannschaft gegen Augsburg. Danach kommt der Pokal und dann kommt Gladbach. Und dann schon die Bayern. Also ein recht strammes Restprogramm. Außer vielleicht jetzt Augsburg. Trotzdem. Bayern ja auch wieder eigentlich nur englische Woche. Von daher spielen wir mit gegen Klapper auch mit der B11, dass die andere wieder halbwegs fit ist. Bei Bayern möchte ich schon gerne ärgern. Das gehört halt eben doch dazu. Und nach Möglichkeit will ich halt eben auch die Dortmunder aus dem Pokal rauswerfen. Weil ich halt eben auch noch irgendwas hier gewinnen will. Das wird sich aber zeigen. So, den Torwart können wir ja nicht wechseln. Jovic bleibt mal wieder drin. Trimmitsch. Babacar kommt rein. So, dann haben wir hier irgendwo noch Süleymani. Er kommt für Trimmitsch. So, Benes geht. Dafür kommt Kuklianski. Ferrati geht auf die Bank. Grifo. Wen lassen wir für Grifo spielen? Weig. Für Pantovic kommt Schwarz oder Fritz Patrick. So, für Christiansen, defensives Mittelfeld. Schuster. Bayer. Kommt Marx. Celik kommt für Paulsen. Mai darf auch von Anfang an für Oxford. Und welchen Verteidiger haben wir noch? Ah, Kukuvas. Den lassen wir mal für Celik spielen. Der hat, glaube ich, bei uns noch nie gespielt. Dafür darf Celik für Seegerd auf die Bank. Wen haben wir denn hier noch als Innenverteidiger? Gar keinen mehr. Ah, die anderen sitzen auf der Bank. Dann darf unser Allzweck-Talent Romero wieder ran. Und Van Drongelen geht, dafür kommt. Schwarz. Oder Dos Santos. Können wir ihm auch mal vielleicht ein paar Minuten. Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich Ja, der begrüße Sie gute alte herzlich zu dieser Regen. Partie. Mein Name Ja. ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Auf jeden Fall freut Ich sich bin sicher, Königsmann. das Der hat jetzt verspricht so viel Spielzeit einiges. wie noch nie. Denn das ist ja auf jeden Fall ein Oh, Wettbewerb. super Es Pass könnte auf die Fritz Führung geben. Patrick und das könnte die Führung. Wichtig ist, dass Nein. er da eingreift. Ja, sonst Super hätte es gehalten. eingestellt werden können. Er hechtet da Wäre hinten auch und wieder lässt so ein frühes nichts anbrennen. Tor. Das wäre wieder der Das war Wahnsinn. kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht an ihm dran. Den Konter kaum besser machen. Aber hier müssen Da wir halt sehen wir eben die Aufstellung. So punkten. spielt der Gastgeber heute. Kurze Einschätzung zu ihrer Formation von dir. Gegen Das ist Freiburg ein haben wir ja bitter 4-4-2 mit verloren, Raute. Und damit wo es ein haben geiles sie Spiel natürlich war. große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu Auch kommen, wenn aber eben auch ich es eigentlich die nicht gerne typischen Spieler sage, aber einzusetzen. den Freiburgern gönne ich sogar die Punkte. Aber ich hätte sie Kayubi. natürlich trotzdem lieber selber gehabt. Ah, das hätte gefährlich werden Aber die können. Freiburger sind mir eine ultra sympathische Hier ist die Mannschaft. Aufstellung des FC Auch wenn es natürlich Augsburg. bei FIFA man das jetzt natürlich nicht Klassisch sieht es vergleichen aus, kann. ihre Formation Aber heute. Ja, trotzdem innovativ ist es im ersten Schritt. finde ich Sie die versuchen es. Da ist sehr, er sehr klasse sympathisch. rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Und Augsburg, versucht ihn naja, dann so gehechtet. neutral. Genau den Da habe ich richtigen eigentlich Zeitpunkt erwischt. keine richtige Meinung zu. Sensationell. Sind halt eben da. Aber Ah, großartig interessiert es Kades. mich halt eben nicht. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Weder Ball. positiv noch negativ. Komm, den kriegst du nicht. Ja, aber wie gesagt, die Bayern möchte ich gerne ärgern. Die Dortmund aus dem Pokal sowieso werfen, weil wir da auch weiterkommen wollen.
Der BVB enttäuscht uns in diesem Jahr doch ziemlich. Also Wolf, mit denen. Und gegen die haben wir sogar theoretisch eine Chance. Noch bleibt aber Zeit. Oh, jetzt muss Jovelic es nochmal machen. Macht er das Tor? Und macht's nicht. Oh, Jovelic. Ja, richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Wie gesagt, die Bayern und die Dortmund, aber den Gladbachern ist es mir eigentlich egal, ob wir gegen die verlieren oder unentschieden spielen. Die brauchen ja auch die Spieler. Ja, er wird jetzt beweisen müssen, dass die Punkte. Theoretisch eine Verstärkung ist. Die Spieler. Ja, könnte was werden. Oh, schön von Babacar. Und jetzt die Chance. Und da kriegt er noch den Fuß dazwischen. Vielleicht die Konterchance. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Oh, schöner Pass nach vorne. Macht er gut. Da geht er volles Risiko. Ja, da sind die Fans wieder empört, aber um Gottes Willen, es war gar nichts. War schön fair den Ball gespielt. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Jetzt vielleicht. Ja. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen. Geht doch, Leute. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Jovelic aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig, weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Klasse, wie er das oder auch nicht. Holt sich den Ball. Sie bringen den hohen Ball. Oh, war der stark. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Oh, oh. Mai. Ballgewinn, gefährliche Position. Flagge kommt so hoch, das war nix. Diesmal weit weg, Königsmann. Diesmal gehen wir kein Risiko ein. Dem Rasen macht der Regen heute nix aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen, gilt aber für alle. Ah. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Komm, Koko, was? Kann er was draus machen? Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Er ist doch heiß. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Jetzt der Ballverlust. Klasse Pass! Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ja, die beste Leistung war der Pass jetzt nicht. Ja, bleibt nur liegen, macht gar nichts. Niederlechner. Oh, Niederlechner. Was? Ah, ich habe jetzt gedacht, es wäre ein Foul. Hoppala. Gefährlich! Das könnte vielleicht was werden. Und jetzt die Chance. Ah, Weig. Kommt er nicht mehr zum Abschluss? Schade. Wäre auf jeden Fall auch ein geiles Ding gewesen. Sie kommen über den Flügel. Sich da schön durchgesetzt. Jetzt wird's gefährlich. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei der Abwehr. Aber aktuell, wir können uns Zeit lassen. Wir führen noch. Augsburg macht bis jetzt zumindest mal keine üblen Anstrengungen, hier in Führung zu gehen, den Ausgleich zu holen. So, wie sieht es sonst aus? Dortmund führt Mainz gegen Köln, das ist schon mal gut. Unentschieden. Ja. Bremen für den Derby, oh, Fritz Patrick schon müde, das gibt's ja gar nicht. Durchgang 2 hat begonnen. Alan Kadetz.
der nächste tolle Pass. Hast du gesehen, Mitrovic, wie man das macht ohne Foul? Niederlechner. Sieht gefährlich aus. Das ist jetzt eine Chance. Ja, das wird wieder rot geben. Das sieht mir ganz nach Platzverweis aus. Aber der wäre durch gewesen. Wir mussten es jetzt mal riskieren. Hat er keine Wahl. Er muss rot gehen. Klare Notbremse, richtige Entscheidung. Da wartet halt eben auch echt so. Mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da kann der Schiedsrichter gar nicht. Warte, wir müssen wechseln. Oh, die EA-Server sind wieder abgeschmiert. Ah, die EA-Server sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, dann bringen wir mal... Jovelic muss leider gehen. Dafür bringen wir Flick. Und für Fritz Patrick darf Ferrati ran. Hallo? So. So eine Grätsche musst du unterbinden. Wahrscheinlich machen sie jetzt aber auch das Tor. Es würde mich auch nicht wundern. Nein. Kein guter Freistoß. Ja, das können sie viel, viel besser. Ja, Ferrati, der hat noch Bock. Der ist noch fit. Okay, ich bin einen Wurf weiter. Ah, das könnte was werden jetzt. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Auf den Flügel kommt der Ballbesitz. Kobylanski. Babacar. Jetzt in der Anspielstation. Ja, kriegt er den Fuß dazwischen. Ärgern Sie sich, Ballverlust. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Oh. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gefahr erstmal bereinigt. Super. Diese Reingabe. Den Ball hat er. Super eine aufgepasst, noch, super durchgesetzt. Babacar. Da verlieren Sie den Ball. Kann er was draus machen? Klasse Zuspiel. Wow. Da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Alan Kadetz. Klasse Pass. Nathaniel Klein. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Was jetzt? Foul. Und er pfeift. Freistoß. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Da können sie klären. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Oh, das ist ja so schön geworden, das Ding. Aber, ja, schade, Babacar. Ich hätte es dir echt gegönnt. Oh. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Kobylanski. Guter Vorstoß da jetzt. Er gibt Freistoß, klar. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein. Sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Babacar. Ja, Babacar steht da vorne jetzt ziemlich allein. Jetzt ist es gefährlich. Könnte jetzt was werden. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Oh, da kriegt er nicht richtig geköpft. Ist das am Ende nicht. Ja. Ich weiß, die B11 ist platt. Nicht richtig, kommt nicht hinter dem Ball. Viel zu ungefährlich.
Aber die drei Punkte wären halt eben, glaube ich, wichtig. Geben. Könnte sein, dass sie das Ergebnis jetzt absichern wollen. Klein. Grueso. Guter Pass. Florian Niederlechner. Sieht gefährlich aus. Ja. War noch dran, gibt das war knapp. Wenn der durchgegangen wäre, wäre es auch schon wieder gefährlich geworden. Ich habe mir kurz überlegt, ob man ihn wieder legen soll, aber läuft es dann ja besser. Gut war mir dann doch zu heiß. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Grueso. Ballverlust. Ah. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Der Pass sehr ungenau. Wird abgefangen. Dabei brauchen sie so dringend einen Treffer. Da kommt der Pass. Abseits. Macht er gut. Gott sei Dank. Fahne oben und er pfeift den Angriff weg. Da hätten sie auch mehr draus machen können. Sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Klar war es die richtige Entscheidung. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ja, so langsam steigt unsere Nervosität hier ziemlich schnell an. Und da unten steht einer komplett frei, Leute. Gefährlich! Ja, Flanke kommt kurz. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Mach das Ding weg. Gute Aktion. Da kommt die Hereingabe. Was für eine Aktion und was für eine Parade. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Keine Frage. Jawohl, abseits. Ja, jetzt ist der Käse gegessen. Kobylanski. Sie brauchen jetzt ein Tor, aber nicht so. Der Verteidiger kann den Pass unterbinden. Ja. Wichtig. Holen wir einen Punkt mit. Trotz Unterzahl, aber wie gesagt, Mai, anders, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, also Hut ab. So, Dortmund hat gewonnen, Mainz hat gewonnen, Leverkusen, Freiburg unentschieden gegen Leipzig, auch cool. Ja, Bremen hat das Derby gegen Hamburg gewonnen. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so keine kurz Spielzeit nach dem Abpfiff erhalten. Bei uns sind. Ist halt eben so. Ja, wir waren natürlich das bessere Team, sonst hätten wir ja nicht mit einem Mann weniger gewonnen. Und jetzt geht's natürlich dann ins Pokalfinale so. Die Dings sind wieder gefährdet, die Ziele wie immer, der Klassiker. So, jetzt werden wir erstmal hier Jovelic wieder auf die Bank setzen. Dafür Müsel wieder auf die Reserve. Wo ist denn? Da ist er ja, Mitrovic. Ist immer noch ärgerlich, dass gerade Schnitzler für diese Partien ausfällt. Aber naja, was willst du machen? So, jetzt geht's auf jeden Fall gegen Dortmund im Pokal. Und ja, da müssen wir eben gucken, was wir machen. Ob wir da weiterkommen oder rausfliegen. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei Ferrati, glaube ich. So, er ist ja verletzt. Dann darf auch Königsmann mal trainieren. Den freut's. Ferrati hat sich verbessert, Mitrovic und Romero. Ist schon mal top. So. Dann komm. Jetzt geht's gegen Dortmund und da ist unsere erste nicht verfügbarer Spieler. Wer ist nicht verfügbar? Ah ja, Mai.
Wen setzt man für Meier auf die Bank? Oh, setzen wir mal Celik hin. So, jeder fit. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.